Geistige Gereiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Hallo, Männer. Der ein oder andere, der weiß ja, dass ich gehackt wurde damals, in Anführungszeichen gehackt. Ich will mal kurz drauf eingehen, euch vielleicht ein paar Tipps geben und so und ganz kurz zusammenfassen, wie es passiert ist. Und zwar, ich hatte einen Treiber, habe schon viele Videos gesehen, dass YouTube-Kanäle gehackt wurden etc. Und viele spekulieren da und erzählen da irgendwas und so. Und ich habe es dann nur selber erlebt. Eigentlich ganz einfach. Ich habe einen Treiber runtergeladen für meinen 3D-Drucker für Windows 10 und ja, da war halt ein Virus, Hacker-Programm oder was weiß ich, was da drin war. So. Und das hat, ja, mein PC, sag ich jetzt mal, gehackt. So, und das ganze Problem an der Sache, also das ist gar nicht so schlimm, dass ein PC gehackt wird. Das Problem ist aber, was ist auf dem PC drauf? Und ich habe dann mit einem Mitarbeiter, also mein Amazon-Konto wurde auch gehackt und da war auch eine Kreditkarte hinterlegt. Da könnt ihr euch ja vorstellen, was passiert ist. Die haben da schön eingekauft, ne? Und Amazon hat aber sofort reagiert und hat mich dann angerufen, mich mit der Sicherheitsabteilung verbunden, weil die noch ein paar Informationen haben wollten. Und ich konnte dann halt mit dem ITler von Amazon da ein bisschen quatschen. Und ich habe den halt gefragt, ich habe gesagt, wie kann das sein? Ich habe 2-Faktor-Authentifizierung, ich krieg aufs Handy nochmal eine SMS zur Bestätigung, ich habe mein Passwort und ja, was soll ich noch machen? Und da sagt er, das bringt alles nichts. Also was heißt, das bringt alles nichts? Das ist jetzt mit Vorsicht zu genießen, die Aussage. Und zwar hat er gesagt, in dem Moment, wo ich diese ganzen Sicherheits-2-Faktor-Sachen, mein Passwort und noch eine Sicherheits-SMS, wenn ich das alles gekriegt habe und logge mich auf dem PC ein, dann kommt bei einigen Seiten die Frage, ob sie zum Beispiel dem Browser vertrauen. Ich blende da jetzt hier mal was ein an der Stelle von der Volksbank. Das habt ihr bestimmt auch schon mal bei eBay gesehen oder was weiß ich. Also da gibt es viele Plattformen, die dann euch anbieten, hier, vertraut doch dem Browser. So, und das ist ein riesen Problem, weil zum Beispiel bei einer Volksbank oder auch bei der Sparkasse oder so, habt ihr meistens irgendwo oben rechts eine Zeit, die es dauert, bis ihr ausgelockt werdet, falls ihr es nicht selber macht. So. Das bedeutet aber, ihr seid eingeloggt und habt alle Sicherheitsvorkehrungen eingegeben und seid eingeloggt. So, jetzt hat er von Amazon gesagt, dass die Programme oder diese Volksbank, die sieht eben jetzt, wir sagen jetzt mal, in meinem Fall aus Sachsen, aus dem und der Region, die und die IP-Adresse, die MAC-Adresse, bla, der und der Browser, Betriebssystem, die sehen alles, ne? Provider, allen Scheiß. So, und jetzt hat er gesagt, jetzt passiert Folgendes. In dem, wo ich das Programm, also das ist ein Programm, Hacker-Programm oder irgendwas, keine Ahnung, wer da Ahnung hat, wie das ist, haut's mal in die Kommentare. Das Programm übernimmt, also kopiert sozusagen meinen kompletten Computer, hat er gesagt. Mit IP-Adresse, mit allem drum und dran. So. Und der hat zu mir gesagt, Amazon kriegt das raus, hoffentlich du stellst nicht irgendwas Falsches verraten, oder hat es mir auch erzählt. Er hat zwar alles von mir geklaut, ne? Meine IP-Adresse, das kann man alles machen, die MAC-Adresse fälschen, meinen Browser, die eingegebenen Cookies, den ganzen Müll hat er halt sich bei mir kopiert. Ja, sich dann eben als ich ausgegeben. Und das können die anderen, die Seiten oder so, können dann nicht mehr unterscheiden, ob ich das jetzt bin oder ob das jemand ist, der weiter was weiß ich sonst behockt. Der hat gesagt, wie sie das gesehen haben, beziehungsweise das automatische System von Amazon reagiert hat, dass, also Props gehen nochmal raus an Amazon, muss man wirklich an der Stelle mal sagen, absolut top damit umgegangen und spitzenmäßig eBay dagegen, ja, hau ab, das eBay, ganz schlimm. Das automatische System hat erkannt, dass die IP, also meine IP zur damaligen Zeit, nicht aus Sachsen kam, wobei die IPs sind wohl bundesweit oder irgendwie zugeordnet, keine Ahnung, welches auch nicht genau, auf jeden Fall hat er wohl gemeint, dass man das sehen kann. So, und der sagte halt, dass das Programm von Amazon erkannt hat, dass die IP, fragt mich jetzt bitte nicht, irgendwo anders herkam, aber nicht aus Sachsen. Und da hat Amazon gesagt, Momente mal, hier stimmt irgendwas nicht. Da war ja bis jetzt immer mit der sächsischen und Sachsen-IP. Ich meine, ich hocke ja hier, ne? Ich kann das ja nicht ändern. Also da hat Amazon dann erkannt, oder das Programm oder die Virensoftware von Amazon, dass da irgendwas faul ist, das kann so nicht sein. Und da hat er mir das eben alles erklärt, ne? Dass er, wenn ihr auf sicheren Browser geht oder, also wir reden hier noch nicht immer davon, dass ihr eure Passwörter gespeichert habt. Aufpassen, ne? Wenn ihr eure Passwörter gespeichert habt, habt ihr immer noch eure 2-Faktor-Authentifizierung, Handy oder irgendeine Authentifizierungs-App oder was weiß der Geier oder E-Mail im Notfall, ne? Wenn die aber das Passwort von eurer E-Mail kriegen, dann wird's problematisch. Ob ihr das Passwort jetzt eingebt oder nicht, bei diesem
diesem Hack-Prinzip ist egal, weil die kriegen es sowieso über einen Browserverlauf oder so. Wenn ihr euch da eingeloggt habt bei web.de oder sonstigen, kopieren die das halt, dann wechseln die Passwörter und dann seid ihr euren Account los. Habe ich selber erlebt. Da gehen aber nochmal Props raus an web.de. Die haben, konnten aus datenrechtlichen Gründen mir nicht helfen, weil ich falsche Angaben gemacht hatte bei dem E-Mail-Account damals und ich wusste halt die falschen Angaben nicht mehr. Weder Name noch Geburtsdatum oder sonst was. Und da haben sie mir halt angeboten, hat er gesagt, okay, also es war mit der Sicherheitsabteilung von web.de, hat er gesagt, dass er jetzt die IP sieht, mit der ich da bin, und das ist die IP, die immer auf dem Ding war. Er hat gesagt, also er darf es leider nicht wegen den scheißrechtlichen Müll, hat er gesagt, jeder, der jetzt drauf guckt, ich hätte auch klagen können, hätte ich das E-Mail-Ding wiedergekriegt, aber der kostet wieder Kohle und etc. Also was ich damit sagen will ist, ihr könnt eure Passwörter, also ich empfehle es trotzdem nicht, ne? Also wenn ihr Zwei-Faktor-Authentifizierung habt, könnt ihr schon die Passwörter eingeben, weil so ein Passwort-Knack-Programm braucht dafür eine halbe Stunde, auch wenn ihr hier so ein mit XY vergisst, dass das Dünnschiss ist. Ne? Deswegen gibt es halt die Zwei-Faktor-Authentifizierung, weil es eben Dünnschiss ist, ne? Das andere, das kann geknackt werden. Also das, ihr könnt die eingeben, ihr könnt da 87 Pommes Klaus als Passwort nehmen oder irgendeinen Müll, weil im Grunde genommen ist es egal, ihr habt die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ganz wichtig aber, dieses Anmelde Browser-Vertrauen, sichere Seite oder was weiß ich, das ist immer, da ist das Problem. Da hockt das Problem, weil ihr dann alles außer Kraft setzt, auch eure Zwei-Faktor-Authentifizierung, wenn ihr auf der Seite eingeloggt seid. Ne? Also achtet darauf. Wie gesagt, ihr könnt die Passwörter könnt ihr machen, aber klickt niemals auf Seite Vertrauen, angemeldet bleiben oder sonstiges. Ne? Bei angemeldet bleiben ist es typisch bei eBay. Gut, das war's schon. Ne? Ist ein bisschen Sackgang. Ich würde euch empfehlen, also so habe ich es gemacht, kurze, knackige Passwörter, natürlich mit ein paar, was weiß ich, auch Raute-Taste und Sternen und X und Y groß und klein, aber nicht so lang, dass ihr die schnell eingeben könnt. Und ja, dann Zwei-Faktor-SMS oder irgendwas anderes. Und dann seid ihr sicher. Zumindest mit dieser Sache, ne? Und auf jeden Fall aufpassen, was er runterladen tut. Mich hat's da ja auch erwischt. Ist echt kein Spaß. Ich habe keine Ahnung, einen Monat mit dem Müll Hudelage gehabt. Und ja, zu guter Letzt, ich hatte Glück. Ich hatte eine Kreditkarte und die Kreditkarte, das war versichert für so eine Scheiße. Ne? Also ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr online irgendwas macht, A, mit Kreditkarte oder B, ein Zweitkonto, was weiß ich jetzt bei eurer Bank, ein Zweitkonto, was keine Verbindung hat zu eurem Hauptkonto, ne? Dass euer Privatleben, sag ich mal, gesaved, gesichert ist, sag ich mal. Und auf das, ja, ich nenne das immer das unser Internetkonto, da zahlst du dann halt 1000 Euro oder 500 Euro ein oder was weiß ich, was du halt hast, ne? Und du es dann damit online kaufen und wenn die dich mal hacken oder das Konto hacken oder was auch immer, dann ist nur, Anführungszeichen, nur die Kohle weg, die auf dem Konto war. Da kann man dann nochmal mit der Bank reden und so, wie das aussieht, falls sie euren Account gehackt haben oder so, weil das sind die auch in der Verantwortung, das sind nicht passieren darf, vor allem wenn es von einer anderen IP kommt. Also das ist nicht ganz so schlimm, aber der Sackgang, den habt ihr trotzdem und so könnt ihr sagen, mir Latte, das scheiß Internetkonto ist halt so, das sind die 200 Euro oder was ihr drauf habt, weg, aber euer ganz normales Konto, ihr könnt eure Rechnung bezahlen, blablabla. In diesem Sinne, nochmal, weder auf sicherer Browser-Vertrauen eingeloggt bleiben oder so, macht es nicht. Mich hat es richtig gefickt, der finanzielle Schaden, das ist wie gesagt, ja, plus minus null, das hat die Kreditkartenfirma geklappt, aber mein YouTube-Kanal wurde gehackt und alle meine Videos sind weg. 500, 600 Videos, ne? Naja. Danke euch, sind ein paar wiedergekommen. Wollte ich euch nicht vorenthalten. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Wer keinen Bock hat auf den Zackgang, macht es einfach so, wie ich es euch sage. Und dann habt ihr Ruhe. In diesem Sinne, lasst gangen. Tschüssi.